Hundesteuer in der Kritik. Nicht heute, sondern schon vor 50, 60 Jahren. Ich weiß leider das genaue Datum dieser Aufnahme nicht. Ich würde 60er Jahre sein, nehme ich mal an. Gucken wir mal rein. Zwei Spaziergänger, ein uns allen vertrautes Bild. Boah, das ist so ein Monoton, den höre ich jetzt gerade nur auf einem Ohr. Ist halt ein bisschen andere Zeit. Man trifft sie überall. Schließlich werden 3 Millionen Hunde in der Bundesrepublik gehalten. 3 Millionen Hunde, die jährlich 106 Millionen D-Mark Hundesteuer zur Gemeindekasse tragen. 106 Millionen oder Milliarden, Millionen, ne? Ist schon recht ordentlich damals. Das waren ja noch ganz andere Summen. Damals hat Miete im Monat 100 Mark gekostet oder so, ne? 106 Millionen. Und in der Stadt Trier entschied neulich der Gemeinderat, die Hundesteuer wird um ca. 100% erhöht. Das Besondere an der Hundesteuer ist, dass sie eine Gemeindesteuer ist und gewissermaßen nach Gutdünken der Gemeindeväter festgesetzt wird. Sie kann also jederzeit erhöht werden. Dabei behaupten manche, die Hundesteuer sei nur eine Bagatellsteuer, Der deutsche Hund. deren Bearbeitung mehr kostet, als sie selbst einbringt. Die Gemeinden aber bestehen auf ihr. Ja, ich glaube, das behauptet heute auch keiler mehr. Wir in Baden-Baden haben die Hundesteuer schon seit vielen Jahren nicht mehr erhöht, obwohl es gerade bei uns überdurchschnittlich viele Hunde gibt. Natürlich machen unsere Vierbeiner auch viel Mühe. Straßenverunreinigung, Beschädigung von Anlagen und so weiter. Ja, Straßenreinigung ist natürlich so ein Scheinargument. Ich glaube nicht, dass extra wegen Hundekot irgendwo extra Straßenreinigung gemacht wird. Habe ich zumindest noch niemals gesehen in meinem Leben. Außerdem ist die Hundesteuer ja eine Luxussteuer. Und damit soll natürlich erreicht werden, dass die Hundezahl in beschränkten Grenzen gehalten wird. Deshalb. Und ich denke, darum geht es auch in erster Linie heute immer noch. Kann man argumentieren, ja, Katzen müssen ja gar keine Steuern bezahlen, obwohl Katzen umweltmäßig einen gigantisch größeren Schaden verursachen. Thema Wildvögel und so weiter, heimische Reptilien, die sie jagen. Gibt auch ein paar Reactions von mir darauf, was Katzen für Unheil in unserer Natur anrichten. Wenn wir zum Gerechtigkeitsding ausgehen würden, dann müssten Katzenhalter natürlich die Steuern zahlen und nicht die Hundehalter. Das ist gar keine Frage eigentlich. Aber es geht halt darum, die Menschen zu steuern, denke ich mal, mit dieser Steuer. Klar, wenn eine Kommune die Möglichkeit hat, Geld zu bekommen, warum sollte sie es ablehnen? Die haben den gesetzlichen Rahmen. Diese Steuer ist in Stein gemeißelt. Sie dürfen es. Warum sollten sie von dieser Geldeinnahmequelle absehen? Gibt keinen Grund für die. Und der nette Nebeneffekt dabei ist halt ein bisschen regulieren, wobei ich das eigentlich auch nicht glaube. Ich glaube, wer einen Hund haben will, der holt sich einen Hund. Da ist die Hundesteuer nun eigentlich regulierungsmäßig überhaupt kein Faktor. Wer es will, der macht's. Wer es nicht will, der lässt es sein. Ich glaube, es gibt niemanden, der zu Hause sitzt und denkt, oh, ich hätte so gerne einen Hund. Wenn die Hundesteuer nicht wäre, würde ich mir einen holen. Wird es nicht geben. Ist auch der zweite und der dritte Hund so stark erhöht in der Steuer? Es ist gemein, so viele Hunde in der Stadt zu halten, da ja der Platz so klein ist und die armen Käfer sich kaum bewegen können. Der war jetzt aber als Laiendarsteller da engagiert. Ja, ich bin ja nun ganz allein. Und mein kleiner Uli, das ist mein einziger Freund. Aber die Rente, die ist sehr klein und die Steuer sehr hoch. Aber Personen über 60 und mit weniger als 1500 D-Mark Jahreseinkommen gewährt der Staat eine 50-prozentige Steuerermäßigung. Polizei. Ist das heute noch so? Nee, oder? Das hätte ich ja wohl mal gehört. Und Blindenhunde sind ganz steuerfrei. Ja, das glaube ich ist auch immer noch so. Blindenhunde, Polizeihunde, na klar, sowieso. Sehen Sie, da möchte ich Ihnen am liebsten mit Schopenhauer antworten. Woran sollte man sich von der endlosen Falschheit und Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären?
in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen schauen kann. Gegen die Steuererhöhung in Trier protestierten Hunde, Freunde und Zeitungen. Weniger beachtet wurde dieses Hundeparlament, das zusammentrat, um über die Hundesteuer zu debattieren. Der Präsident führte ein. Allgemein zur Hundesteuer. Ach du Scheiße. Erfunden wurde diese Einrichtung im vorigen Jahrhundert, als man wegen der Tollwut die Hunde listenmäßig erfasste. Die Tollwut ist jetzt keine Gefahr mehr. Warum also noch die Hundesteuer? Angeblich soll sie eine Kontrollfunktion ausüben. Tatsächlich wegen der Tollwut, als die Hunde erfasst wurden, da wurde die Hundesteuer mit eingeführt. Ergibt Sinn. Wenn man eh schon alle gelistet hat, kann man ja auch gleich Geld von allen Leuten, die man auf der Liste hat, fordern. Klar. Indem sie die Feststellung der Besitzer von streunenden Hunden erlaube. Aber in Stuttgart zum Beispiel wird keine Hundemarke ausgegeben. Die Hundebesitzer sind also trotz bestehender Hundesteuer nicht zu ermitteln. Dann sprach der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Der britische Tierpsychologe Alistair Warden hat festgestellt, dass wir Hundekomplexe haben können. Richtige Komplexe wie die Menschen. Schuld, Eifersuchts- und Unsicherheitsgefühle. Ach, so ein Gewäsch. Ja gut, aber es hat jetzt ja rein gar nichts mit Hundesteuer zu tun. Wenn ich jetzt wenigstens einen Knochen hätte oder sowas. Das mit den Komplexen ist schon schlimm genug. Jetzt droht besonders sensiblen Hunden eine neue Gefahr. Der Minderwertigkeitskomplex. Viele, die ihren vierbeinigen Freund aus dem Nachbardorf treffen, wo man nur halb so viel Hundesteuer bezahlt, haben anschließend große Schuldgefühle ihrem Herrchen gegenüber. Gebanntes Schweigen auf den Zuschauertribünen, als die Geschichte zu Wort kam. Ja, ja, um Friedrich den Großen sprangen seine italienischen Windspiele im Kugelregen oder im Lustschloss. Bismarck meinte von seiner Docke Thüras, in seiner Obhut bin ich sicherer als im Schutz der gesamten Berliner Kriminalpolizei. Ein kleines Schoßhündchen. Das gilt heute auch noch. Der Marie Antoinette soll 2 Jahre vor der Gefängnistür seiner Herrin gewartet haben, bis es unter den Fußtritten eines Wärters starb. So ist die Literatur reich an solchen Beispielen. Die Treue des Hundes ist sprichwörtlich geworden. Aber heute sind wir Luxusgegenstände und... Bleiben Sie beim Thema und schwitzen Sie nicht so rum. Ich auf alle Fälle werde ab jetzt kräftig in jede Gemeinderatswade beißen, die mir begegnet. Die Brüder sollen was erleben. Das Boah, unangenehm, aber nicht viel anders als das heutige Öffentlich-Rechtliche eigentlich. Aber gar nicht schlecht gemacht, vielleicht. Sollten wir alle tun und es als Resolution aufnehmen. Die Debatte dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Das Kommuniqué lautete, bestes Einvernehmen. Aber wie ihre Herren wurden auch die Hunde sich nicht einig. Übrigens, über Hundesteuern klagt man schon seit langem. Vor etwa 150 Jahren schrieb Adalbert von Chamisso folgendes Gedicht. 3 Taler erlegen für meinen Hund? So schlage das Wetter mich gleich in den Grund. Was denken die Herren von der Polizei? Was soll nun wieder die Schinderei? Ich bin ein alter, ein kranker Mann, der keinen Groschen verdienen kann. Und wann ich erkrankt und wann ich verarmt, wer hat sich da noch meiner erbarmt? Wer hat, wann ich auf Gottes Welt allein mich fand, zu mir sich gesellt? Wer hat mich geliebt? Wann ich mich gehärmt, wer, wann ich fror, hat mich gewärmt, wer hat mit mir, wann ich hungrig gemurrt, getrost gehungert und nicht geknurrt? Es geht zur Neige mit uns zweien, es muss mein Tier geschieden sein. Boah, nicht schlecht. Mal ein paar alte Statements zum Thema Hundesteuer. Langes Thema, wird uns aber auch noch lange erhalten bleiben. Finde ich ganz cool, mal so ein bisschen zurückzugucken und dann sieht man, das sind gar keine aktuellen Themen, worüber wir reden eigentlich. Solange man denken kann,
Solange wir denken können, ist das Thema schon aktuell. Bis dann, Freunde.